Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing hier mit dem Arne Wortefink. Wir sind heute mal hier am Tümpel unterwegs. Diesmal nicht auf Silberkarpfen, diesmal auf Marmorkarpfen, Wildkarpfen, Büffelfisch. Wurden wirklich schon einige Büffelfische wieder gefangen, Trophy. Ja, Schuppi beißt ja ab und zu mal noch. Der schwarze Büffelfisch kann hier auch beißen. Da siehst du, die Glocken kann ich gleich mal wieder austauschen hier. Mache ich auch gerade meine Happy Hour. Ich stehe jetzt hier bei 126, 133 hier oben am Tümpel. G4. Ja. Marmorkarpfen werden hier regelmäßig Trophys gefangen. Auch, ja, wirklich etliche. Gucken. Erstmal die Glocken jetzt hier austauschen. Köder zeige ich euch gleich auch nochmal. Clip habe ich jetzt 21 Meter Clip. Ihr könnt ja aber auch so 20 Meter Clip machen. Hier gleich mal einen Screenshot machen. So, erstmal hier Glocke austauschen. Wie gesagt, hier 20 bis 21 Meter Clip. Wahnsinnige gute Bissfrequenz. Gute Chance auf Trophys. Ja, Wildkarpfen sind hier ab und zu auch mal dabei. Also Wildkarpfen-Trophy-Chance habt ihr hier auch. Vielleicht sogar auch ein bisschen besser für diejenigen, die jetzt nicht so ein Top-Equipment haben. Die brauchen dann halt nicht, sag ich mal, in den Kanälen angeln und da vielleicht dann das Pech haben, dass man da leer gespurt wird, weil ich habe sonst hier immer Büffelfisch geangelt und wenn die hier halt natürlich abhauen. Und auch wenn ihr jetzt eine HSV oder sowas habt, ne, habt ihr hier am Tümpel halt mehr Chancen oder ja bessere Chancen, den auszudrillen. Könnt ihr hier einfach rumlaufen und den Fisch hier quasi im Tümpel halt halten. Und wenn er hier rausschwimmen sollte und ihr steht jetzt meinetwegen hier oder so, oder ihr läuft dann halt hier mit rum, dass ihr hier den quasi wieder zurücklenken könnt. Also normalerweise sollte er euch eigentlich nicht entkommen. Ich guck mal gerade, ob hier einer gebissen hat. Ja, nichts gebissen. Ja, ich zeige euch mal mein Equipment. Halt Standard roter Grill, Pellets 18, Krabbemuschel 20, Soluble, roter Grill als Dip. Und PVA ist ja auch das Bekannte, was jetzt schon viele kennen. Ist jetzt hier, wo ist es? Sonnenblumenkern, roter Grill, Feed Pellets 4, roter Grill, Feed Pellets 8, Krabbenfeed Pellets 4, Krabbenfeed Pellets 7 und roter Grill als Aroma. Und dann hier halt kleines PVA. Ich habe jetzt hier mal 2-0 Haken. Da könnt ihr aber auch S1er Haken nehmen. 36-2 geflochtenes rotes Vorfach 60 cm. Lehmblei 150 Gramm. Das Gripblei und Leadcore 36-2. Ein braunes. Hier habe ich jetzt. Mal runterdrehen. Anschlagen. Steuerung rechtsklick. Und dann können wir wieder ein bisschen höher drehen hier. Und schon mal einen ersten guten Biss hier. Wird angeschlagen haben wir ja jetzt. Das, und hier habe ich jetzt drauf Krabbemuschel 15 Soluble. Also mal eine Nummer kleiner als Boilie. Ist jetzt die klassische Haarmontage. Haben schon mal den ersten guten Biss hier. Dieser kann jetzt halt Marmorkarpfen sein, kann Wildkarpen sein. Sowas in der Art. Büffelfisch geht normalerweise nicht so ab. Auch schön eine Happy Hour hier. Das ist gut. Aber der Spot, der läuft. Ja, vielleicht fehlt euch hier auch noch der ein oder andere Trophy. Ja, nochmal den Hinweis mit dem 31.12., also Silvester. Ich werde sogar schon 19 Uhr live gehen. 19 Uhr am 31.12. Silvester auf Twitch TV, Anna Waterfrank. Link ist auch hier in der Beschreibung drin bei mehr Ansehen. Da könnt ihr, ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gibt auf jeden Fall coole Preise, coole Turniere, einen lustigen Abend auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir werden eine Menge Spaß zusammen haben.
Von R4 gesponsert gibt es weitere Turniere, wo ihr zum Beispiel auch die Chance habt, eine Overlord zu gewinnen. Dann werde ich auch noch eine Vanguard Gold verlosen. Na, also gibt auf jeden Fall einiges zu gewinnen. Und ja, seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen. Route da. Noch mal eine. Also, wo ist die andere Route? Ach da, die ist gerade nach links weg. Okay. Mal gucken, was das jetzt hier ist, ey. Mal schauen. Ich war schon mal ein guter. Oha. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass er jetzt hier, wenn er jetzt weiter in der Bremse ist, bei uns jetzt hier nicht abhaut. Der hat auf jeden Fall Lust hier. Na, gerade so ein Wildkarpfen-Trophy oder so ein Marmorkarpfen-Trophy, die geben halt schon extrem viel Gas, weil die sind auch extrem stark. Würde ich auch schon so mit den Amuren, mit den Graskarpfen zu den stärksten Karpfen zählen. Mal schauen, was das jetzt hier ist. Also einen Büffel würde ich jetzt mal ausschließen. Die sind nicht so stark. Ja, noch ist er auf jeden Fall hier im Tümpel drin. Noch brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Ja, wenn es mit 20er Boilie bei euch nicht so gut läuft, dann nimmt halt den 15er Soluble Boilie. Habt ihr auf jeden Fall nochmal ein bisschen höhere Bissfrequenz. Aber halt auch genügend große Fische. Ne? Also mit 15er Boilie beißen jetzt auch nicht nur kleine Fische, also hat trotzdem noch genügend größere Fische und sind ja auch Profis halt genügend auf dem 15er Body gefangen. Oh, der ist auf jeden Fall nicht schlecht hier. Könnte schon so seine 25 Kilo haben, ne? Gucken, wie lange der jetzt noch durchhält. Ja, und hier kann man auch mehrere Stunden stehen bleiben. Der Stefan zum Beispiel, der hat hier gestern zwei Marmorkarpfen-Trophys rausgezogen, Büffelfisch-Trophy. Und der ist einfach stehen geblieben und hatte trotzdem noch weiterhin eine super Frequenz. Hauptsache, der stützt jetzt hier nicht gleich aus. Das ist immer die Gefahr. Da hofft man natürlich immer am wenigsten drauf, dass jetzt hier den Fisch nicht gelandet bekommt. Ah, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, ich glaube, der kommt jetzt auch. Gucken, wie groß der ist. Auf jeden Fall ein guter Fisch für die Happy Hour hier. Ja, ich kann euch nachher noch mal was zeigen. Man kann zum Beispiel jetzt auch Häuser betreten von anderen Spielern über das Spielerprofil. Wusste ich auch noch nicht, dass das geht, aber es ist auf jeden Fall cool, dass das Feature drin ist. Ist auch egal, wo ihr denn steht, ihr werdet dann wieder zurückgeportet. Ist zwar noch ein bisschen buggy, weil die Routen dann nämlich unsichtbar sind. Ja, die Routen sind dann, also es ist halt noch ein bisschen buggy, aber auf jeden Fall cooles Feature. Dass man, egal wo man ist, die Häuser betreten kann. Also diese Trophy-Häuser, wo dann halt die Leute ihre Trophys ausgestellt haben. Ah, jetzt kommt er auch schon. Mal sehen, was das jetzt ist. Also ich schätze halt Wildkarpfen oder Marmorkarpfen. Und es ist Wildkarpfen, ne? Ah, ist ein Wildkarpfen. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt Trophy ist. Schwer zu sagen jetzt. Auf jeden Fall ein guter Wildkarpfen. Natürlich super, jetzt gleich eine Happy Hour hier. Schwierig zu sagen, ne? Könnte aber vielleicht Trophy sein, oder?
27,47 Wildkarpfen. Ja, das gibt natürlich jetzt gut XP in Happy Hour. Das ist echt super. Und gleich wieder raus damit. Das ist doch schon mal gut. Und dann kommen schon die nächsten Fische hier. Also der Spot, der rennt wirklich. Also das ist ja wirklich ein super, super Spot. Dann kommt nochmal ein Schuppi. Noch ein Amu hinterher hier. Oh, 5,8 hier. Das läuft jetzt in Happy Hour hier. Was siehst du, die Glocke hätten wir austauschen können. Machen wir gleich mal. So, mal die Glocke hier ran. Kann ich euch das gleich mal mit dem Profil zeigen. Wie gesagt, man müsste dann halt nur die Route einmal rausholen und wieder einstecken, damit die halt dann wieder sichtbar werden. Man kann jetzt hier nämlich meinetwegen jetzt hier über irgendeinen Spieler, den nehmen wir hier, den Jobs vielleicht, ich weiß nicht, was der jetzt im Haus hat, dann kann man hier auf Haus gehen und dann betreten. Das können wir einfach mal machen. Oh, der hat noch gar nichts ausgestellt. Hier keine Rolle, nichts. Ich hatte mal einen Spieler gesehen. Ich guck mal, ob ich den hier finde. Ich glaube, ob der ADK heißt. Guck grad mal, weil der hatte nämlich die blaue Wenger hier. Ne, das ist aber Level 4, ey. Das kann ja nicht sein. Ich hatte mal einen Spieler, guck mal gerade, wen können wir hier noch gucken? Der Zungenjunge vielleicht? Mal bei Zungenjunge drauf gucken. Vielleicht hat der schon irgendwas ausgestellt. Hat der schon irgendwas gemacht? Ah ja, eine Karauschentrophäe, hier hat auch schon eine Rolle liegen, zeig mal Blackbox. Und dann kann man hier sich quasi das alles angucken, Trophy Karausche. Guck mal, lol, das ist sogar mit Bild. Das ist ja geil gemacht, ey. Das ist ja echt cool. Gut, und dann, wenn wir wieder raus wollen, dann gehen wir hier raus. Jetzt sind aber leider die Routen halt unsichtbar. Jetzt müsste man die quasi ein... Ach, guck mal, die können wir jetzt gar nicht drillen, ne? Lol. Das ist ja blöd. Mist! Oh nein! Ich pack mal die Route wieder ablegen. Wenn ich die anderen Routen anhebe. Ja, müssen wir einmal reinholen. Ah, okay, okay, okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir die einmal wegstecken. Und sie wieder nehmen und dann ist sie wieder da. Ja, ich hoffe, dass sie das auf jeden Fall dann noch fixen. Aber Feature ist auf jeden Fall cool. Dann holen wir die andere gleich mal rein. Aber ich glaube, weil da jetzt ein Fisch dran ist, geht das mit der anderen Route jetzt nicht mehr, oder? Müssen wir gleich nochmal gucken, ob ich die andere jetzt auch nochmal wieder sichtbar machen kann. Ja, hier kann ich nicht einholen. Hier kann ich jetzt definitiv nicht einholen. Ja, das ist blöd, ne? Doch jetzt können wir nur abstellen, aber man kann nicht kurbeln hier. Schade. Ja, gut. Das ist natürlich blöd, ja. Mist. Dachte ich, könnte die jetzt einfach einholen, aber wenn da ein Fisch dran ist, dann geht das nicht, ne? Aber nimmt der sich jetzt Schnur oder was? Ist der Bügel offen? Versuch mal jetzt den Fisch irgendwie an Land zu kriegen. Was auch immer. Aber die Spannung ist auch gar nicht da. Liegt der jetzt hier irgendwo? Was ist das hier? Mist, ich glaube, ich muss nochmal. Ach, Gott, scheiße. Ach, Mann. Mist. Kann man nicht wegstecken jetzt. Nichts machen hier. Kann man hier irgendwie kurbeln? Schnurstraffen geht auch nicht, ne? Oder? Doch, Schnurstraffen geht. Vielleicht kriegen wir den jetzt eingekurbelt. Oder geht Schnurstraffen? Ne, Schnurstraffen geht auch nicht. Bügel auf, Bügel zu. Ach, da ist was dran. Los, komm, den cashern wir jetzt, den Fisch. Aber irgendwas ist hier richtig buggy. So, und jetzt müsste der Fisch doch hier irgendwo liegen eigentlich. Aber man sieht den auch nicht, ne? Ist alles unsichtbar jetzt. Lol. Ja, ich glaube, da muss ich einmal einen Relog machen. Ha! Mist! Ach Mann! Ich will keinen Relog machen. Mist! Ach. Okay, bis gleich.
So, wieder neu aufgebaut hier. Und der nächste Zuppler auf dem 15er Boilie hier. Ah, da kommt aber auf den 20er auch schon Boilie. Ein Fisch. Und Büffelfisch. Sehr schön. Nehmen wir mit. Den würde ich mir, glaube ich, auch noch in die Hütte hängen. Und Trophy Büffelfisch. Auf jeden Fall. Nochmal ein Büffelfisch. Wie groß sind die eigentlich? 62 cm. Ja gut. Der Trophy, der wird dann wahrscheinlich, muss man da wieder so einen großen Platz für nehmen. Ich glaube nämlich auch der Bachsaibling. Können wir mal gucken, wie lang der Bachsaibling ist. 59. Den könnte man vielleicht noch an den kleinen vielleicht platzieren können. Hier auch die Bachforelle, 55. Ja, gut. Ja, mal gucken, ob man da einen großen oder einen kleinen Platz braucht denn. 60 Zentimeter. Schauen. So, nächster Zuppler. Wie gesagt, hier in der Mitte und links habe ich ja 20er Body dran. Bisher geht die Frequenz auf jeden Fall auch gut. Da sind beide Routen gleich schon wieder hier. Der, beide jetzt schon wieder. Der ist ein bisschen kleiner hier. Mal sehen, was der linke gleich macht. Ja, auch nochmal. Ne, das ist ein Schuppi, ne? Schuppi. Kleinerer sogar. So, nächster Zuppler. Schauen wir mal. War es noch nicht gehakt? Nein, zu früh angehoben. Na, der ist weg, ne? Ne, ist noch dran, ne? Im mittleren geht er auch. Die stelle ich am liebsten wieder ab, die Route, wa? Besten wieder abstellen hier. Ich weiß nicht, ob wegen der. Ich stelle die mal wieder ab. Wo mittlere Route geht. Na, jetzt haben wir nochmal einen Marmorkarpfen. 4,7. Der ist, glaube ich, erst ab 5 Chat-Größe. Der wird ja auch erst ab 30 Trophy. Gucken, was jetzt hier links ist. Ist auf jeden Fall noch am Zuppeln. Na, jetzt. Na, geht er jetzt? Jetzt dran. Ja, ist dran. Also, einen schwarzen Büffelfisch habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Da wurden ja auch schon zwei Trophys an einem Tag gezogen von einem und demselben Spieler. Ich weiß gar nicht, ob jetzt seit Wochenreset schon einer gezogen wurde. Schwarzer Büffelfisch. Na, echt extrem selten. Na, hier ist noch einer mit Kokosahne-Pellets. Ansonsten halt hier auch Krabbe, Muschel und roter Krill.
Aber den als Trophy, das ist auch richtig selten. Übrigens, den Silberkarpfen habe ich bei mir in die Hütte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man über sein Profil, ne, über sein eigenes Profil kommt man nicht in die Hütte. Oder ist jetzt hier irgendwo ein extra Ding? Nee, ne? Ich glaube, über sein eigenes Dings kommt man nicht in die Hütte. Nee, ich glaube, das geht nicht. Hör auf, wenn man sein eigenes Profil anguckt, nee. Hat der Silberkarpfen auf jeden Fall eine schöne Position bei mir in der Hütte. War sogar recht teuer. 1400 Silber muss ich dafür bezahlen beim Präparator. Oh ja. Na, oh, 5,9. Der hat auf jeden Fall Chatgröße. Oh, nächster Biss hier. Wie gesagt, mit 80% Grundfischen hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt in den Videos. Könnt ihr hier auch dann die Futterrakete benutzen auf der Karpfenroute. Und dann, ja, dann könnt ihr hier halt auch mit der Trockenmischung anfüttern. Würde ich euch mal raten, 2x10 Portionen maximal. Und ansonsten, wenn ihr nicht keine Lust habt, da immer die Karpfenroute umzubauen oder so, könnt ihr auch die Spotroute benutzen. Ne? Gibt ja auch, glaube ich, für unter oder für 1000 Silber oder für unter 1000 Silber gibt es auch eine Spotroute. Ne? Da könnt ihr auch die Trockenmischung damit auswerfen. Ist eine extra Route, die ihr dann hier gleich mit benutzen könnt. Aber das ist halt nur für Futterraketen. Ne? Mal kurz ein bisschen zuppeln hier. Na, jetzt der mittleren wieder. Na, rechts ist, glaube ich, auch irgendwas. Hat auf jeden Fall sich kurz bewegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem einen Video da gezeigt hatte. War mir nicht ganz sicher. Im Stream habe ich es auf jeden Fall gezeigt. Es kommt ja jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr das Fliegenfischen. Da sind ja am Moskitosee sind jetzt Plakate dran von Fliegenrollen. Also ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie sie das Fliegenfischen umsetzen. Ob sie dazu auch nochmal ein extra Gewässer dann machen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also Fliegenfischen ist auf jeden Fall, was hier noch komplett fehlt. Ne? Und also nächstes Jahr könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Fliegenfischen, eventuell Meeresangeln oder halt neues Gewässer, wo man die Meeresrollen dann ja halt vernünftig einsetzen kann, auch wegen der Schnur. Ne? Also das, weil ja halt deutlich mehr Meter auf die Rolle passen bei den Meeresrollen, bei den Conventionrollen. Einige sind auch schon am Vermuten, ob es dann den Baikalsee gibt. Ne, weil der Baikalsee, der hat ja auch, glaube ich, mit einer der tiefsten Stellen als See. Ne, dass man denn da vertikal angeln macht. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall sehr interessant. Ne, also was da jetzt alles so schon im Raum steht, was kommen könnte. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Na, wieder ein Schuppi. Nehmen wir auch mit.
Oh, bis Frequenz stimmt aber eigentlich. Ne? Gut, ich habe jetzt den Relock halt gehabt. Da war ja denn hier, ja. Ja, Dump. 9 Minuten sogar gefehlt. 9 Minuten wegen dem Relock draufgegangen. Ja, haben wir jetzt insgesamt, ja, sieht man jetzt schlecht, 8, 16, 20 Fische in 37 Minuten. Oh, der Zuppler sieht auch nicht verkehrt aus. Hat er jetzt gebissen? Ja. Oh ja. Ein bisschen besser. Das ist ein Graskarpfen. 8,2. Oh, auch kein schlechter Zuppler hier rechts. Links ist auch was dran. Oh, hier, der rechte, der muss unbedingt beißen. Komm, komm. Bitte. Ah, links geht nochmal weg. Oh, auch kein schlechter. Kein schlechter. Oh. Oh, hier rechts. Aber keine Bremse, ne? Nee. Ah, doch, leicht, okay. Oh ja. Okay. Zwar nicht komplett in der Bremse, aber kein schlechter. Jetzt kommt nochmal ein schöner Marmorkarpfen hier. 11,7. Auch ein schöner. So, mal gucken, was jetzt hier rechts dran ist. Naja, deswegen, wenn er nicht so komplett in der Bremse durchrast. Weißt ja so, wenn man jetzt, wenn man die Rute halt, ja, halt nicht in der Hand hat, dann sind sie halt oftmals in der Bremse und sobald man sie dann in der Hand nimmt, merkt man dann halt, wie stark der Fisch wirklich ist und meistens sind dann, oder, also es kann halt immer mal passieren, dass sie dann außer Bremse raus sind. Wie gesagt, schlecht ist der nicht, aber, oha, wenn das ein Büffel ist, dann könnte das ein guter sein. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Nee, das ist kein Büffel, ne? Auch ein Marmorkarpfen. Och. Junge, Junge, Junge. Boah, 16,4. Das ist ein schöner. Nächster Biss. Also unbedingt empfehlenswert hier auch für die Happy Hour. Definitiv. So, mittlere geht jetzt auch. Jetzt sind alle mal in Action hier. Ich finde es auch gut, dass hier so, ja, so viele gute Fische beißen. Ne? Sei es jetzt Schuppi, Büffel, Marmor, Wildi. Amur hier. Ah, der in der Mitte hat aufgehört. Dafür geht jetzt die rechte wieder. Na? Können wir ja auch nochmal gucken, was wir denn verdient haben, eine Happy Hour. Oha. Ich denke mal, den Spot werden wir auch im nächsten Stream noch weiter beangeln. So gut wie der läuft. Guter Schuppi. Na, oh. 10,4.
Kommt da? Will die oder was? Jetzt kommt Wildkarpfen. 0,9. Da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Er hat schon 24, 28 Fische jetzt in 44 Minuten. Und der Spot läuft und läuft hier. Gerade nochmal einen 5,8er Marmorkarpfen gefangen. Da kommt schon der nächste Marmorkarpfen. Oh, 6 Kilo. Ich glaube, über Nacht können wir dann mal verkaufen gehen. So, nächsten Biss. Jetzt sollte die Happy auch näher langsam vorbei sein. Oh, ein Büffelfisch nochmal. Schön. Oh, jetzt ist das PVA alle. Aber. Warte mal. Ja. Copy-Paste. Büffel. So, jetzt hatten wir hier. Hier hatten wir 9 von 10. Gott, denn. Alles 9 von 10, ne? Büffel Russland. Auch nochmal was anderes. Was haben wir hier? Oh Gott. Was haben. Ach, was ist denn das jetzt? Ist auch wieder was anderes. Dann müssen wir das. Und mal wieder was. Dann nehmen wir den. So viele alte Futtermischung rumliegen. Oha. Oha. Komm, sei Büffel. Ein guter Büffel. Kurt auch bewegt sich jetzt nicht so viel. Büffel ist ja ab 15 Kilo Trophy. Kurbelt sich sehr langsam. Und bewegt sich nicht viel, ne? Pumpen vielleicht ein bisschen. Ja, was ist das? Ach, ein Wildkarpfen, oder? Du hast, glaube ich, ein Wildkarpfen. Ich glaube, das wäre ein guter. Ja, der Büffel wäre Trophy gewesen. 17,5. Haben wir. Ach, jetzt ist hier das PVA alle, ne? Ja, Mist. Muss ich dann gleich nochmal nachfüllen. Auf jeden Fall noch nicht gebissen. Oh, in der mittleren Route nochmal Zuppler. Wie gesagt, wenn ihr halt einen Fisch beißt, nochmal für euch zur Info, dann wird hier die Schrift anfangen zu flackern. Dann könnt ihr hier mit G auf die Route gucken und dann mit I aufklappen. Und wenn das hier flackert, dann ist ein Biss. Der hat jetzt gebissen, ja. Links leider nicht. Ich will hier nochmal PVA nachfüllen. Hier einfach. So. Was ich euch auch noch empfehlen kann, wenn ihr zum Beispiel Futtermischung macht, trinkt hier bloß keinen Alkohol. Alles, was hier unter Alkohol zählt, das kann halt sein, dass ihr dadurch schlechtere Futtermischung herstellt, weil der Alkohol dann nämlich Einfluss darauf hat. Und ja, also ich hatte mal den Speeden getrunken und hatte dann auch irgendwie 7 von 10 Qualität bloß hergestellt, ne, obwohl man das geskillt hat.
Das auch nochmal als Hinweis. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Oha. So, ich würde sagen, ich gehe dann schon mal los zum Verkaufen. Man will die hier. Ist ja noch nett. Ne, Happy Hour ist jetzt vorbei. Happy Hour. Achso, ich will PVA nachfüllen. So, dann gehen wir schnell verkaufen. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich am Verkaufsstand bin. Bis gleich. So, sind am Verkaufsstand. Also, Büffel können wir abgeben, hatte ich gerade schon geguckt. Ne, haben wir. Ach so, lol. Wir haben keine mehr 9 Kilo. Okay, schade. Hätten wir nochmal 72 Silber mitnehmen können. Schade. So, dann verkaufen wir hier jetzt. Den Trophy hebe ich mir nochmal auf. Also mit Trophy 679 Silber in 52 Minuten. Ohne Trophy trotzdem noch ein super Ergebnis. 445 Silber. Und das, wenn man den Trophy Drill, wenn man den noch abrechnet, dann noch meinen Relog noch abrechnen. Also kommt man schon auf fast 500 Silber die Stunde. Also denke ich mal, jetzt wären noch ein paar Fische mehr gewesen wären. Ja, also da kann man nicht meckern. Super Spot. Ja. Alles gut. So, ja, das war's ja auch erstmal mit der Folge. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns Silvester wieder im Livestream. Oder ihr schaut mal bei mir im Discord vorbei. Discord-Link ist auch in der Beschreibung drin bei mehr Ansehen. Wenn ihr mal Fragen habt oder Bock zu quatschen habt. Oder ja, irgendwelche Spots sucht und sowas alles, ne, könnt ihr gerne meinen Discord joinen. Alles klar, das soll es erstmal gewesen sein. Und dann bis zur nächsten Folge oder im Livestream bei mir, dem Underwater Frank. Tschüss.